Der Zeuge Papendiek hat ähnlich angegeben, dass er davon erfahren hat, dass Frauen und Kinder erschossen wurden unter Beteiligung von Stapo und SD. Der Zeuge Wachsmuth hat entsprechend angegeben, dass er solches erfahren habe, wobei Gennad beteiligt gewesen sei. Gennad hat er bekanntlich in Freitod gewählt. Der Zeuge Inulat hat angegeben, dass er von dem ihm bekannten SD-Mann und Leiter der SD-Dienststelle in Tilsit, Kalisch, erfahren hat, dass mehrfach Erschießungen von Frauen und Kindern erfolgt seien, unter Anwesenheit von Stabo und SD, und dass das Bild dieser Kindererschießungen grauenhaft sei. Endlich haben wir noch in der Bekundung und der Einlassung des angeklagten Harms ein sicheres Nachweis, denn auch hier hat der Angeklagte Böhme nur dürftige Ausreden gebraucht. Harms wurde ausdrücklich befohlen, in Bateikia die Erschießung zu leiten. Er hat das abgelehnt. Angeklagte Böhme erklärt: Nun, ich habe das nicht ernst gemeint. Ich wollte nur, dass Harms hingeht und entsprechend sieht, was hier geschieht, damit es entsprechend beobachtet wird und entsprechende Übergriffe und so weiter uns zur Kenntnis kommen und wir dann melden können. Später hat er dann allerdings zugegeben, mir war das Geschehen recht und ich habe die Meldungen entgegengenommen und habe es weitergemeldet. Der Fall Bateikia zeigt deshalb zur Genüge, wie es tatsächlich um diese ganzen Maßnahmen stand. Schließlich hat der Angeklagte Schwarz, der bereits genannte Schwarz, wie der Angeklagte Harms angibt, Aufnahmen mitgebracht von der Erschießung und war an diesem Tage zunächst bei dem Angeklagten Böhme, vorher zu Schwarz kam und diesem zu Harms kam und diesem die Bilder zeigte. Der Angeklagte Böhme will nur eine fernmündliche Meldung bekommen haben. Dem steht diese glaubhafte Aussage des Angeklagten Harms entgegen, dass Schwarz persönlich anwesend war. Er war übrigens nachher bei dem Zeugen Rasch, der gleichfalls bestätigte, dass der Zeuge Schwarz bei ihm an jedem Tag gewesen sei. Dann kommt hinzu, dass auch der Zeuge Bock einen Vorgang schildert. Und zwar gerade den Vorgang, der bereits eingangs geschildert war, von der Liquidierung der Frauen bei Garsten, bei der die Frauen zum Teil totgeschlagen wurden. Der Zeuge Bock gab an, dass im Herbst eines Tages der Zeuge Frohwan oder der verschollene Frohwan, der Selbstmord begangen hat, schon während des Zusammenbruchs, dass der mit ihm zusammengetroffen war auf der Straße in Memel, ganz deprimiert, und ihm dann in einem Kaffee erzählt hat, er habe Scheußliches mitmachen müssen. Die Litauer hätten die Frauen und Kinder totgeschlagen mit Stangen. Auch der in der Zwischenzeit durch Freitod dahingeschiedene Arztschwager hat bestätigt, dass ihm Vorwand Entsprechendes gesagt habe. Aus dem allem ergibt sich, dass tatsächlich die Erschießungen der Frauen und Kinder nicht etwa litauische Angelegenheit waren, sondern dass sie gelenkt und geleitet von der Stabo waren. Und zwar von dem Angeklagten Böhme. Der Angeklagte Hersmann hat in diesem Zusammenhang bestritten, dass er beteiligt gewesen sei bei einer ausgesprochenen Liquidierung von Frauen und Kindern. Es ist zwar richtig, dass ihm ein bestimmter Fall nicht nachgewiesen werden kann. Er behauptet, wenn bei ihm von Frauen und Kindern gesprochen worden sei, so habe es sich hier um das beiläufige Erschießen gehandelt von Frauen und Kindern im Zusammenhang mit den Männererschießungen. Das ist aber nicht richtig, denn auch hier sind entsprechende Bekundungen vorhanden. So von dem Zeugen Papendiek,
der angab, dass er erfahren habe, dass Staber und SD bei solchen Erschießungen dabei war. Mindestens ein bis zwei solcher Erschießungen. Enolat hat, wie bereits ausgeführt, das bekundet über Aussagen von Kalisch. Ferner hat es bekundet der Zeuge Juckel, der gleichfalls davon sprach, dass er bei ein oder zwei Erschießungen gewesen sei, bei denen er erfahren habe von Litauern, heute seien die Frauen und Kinder dran. Auch hier hat deshalb das Schwurgericht es als erwiesen angesehen, dass auch der Angeklagte Hersmann bei der Erschießung von Frauen und Kindern dabei war. Und zwar zumindest in einem Fall, wobei die Zahl mit 100 deswegen als Mindestzahl festgesetzt wurde, weil bei all diesen Fällen regelmäßig höhere Zahlen zugrunde lagen, wenn Staber und SD miteinander als Einsatzkommando eingeschaltet waren. Der Angeklagte Carsten wendet ein, er habe die erste Erschießung in Schmalenninken eines Einzelmannes durchgeführt im Glauben an die Rechtmäßigkeit. Er kann hier beim Schwurgericht keinen Glauben finden. Er hat hier ein Märchen aufgetischt im Laufe des Verfahrens, wie er selbst zugibt, zwar deswegen aufgetischt, weil er der Annahme war, wenn er die Wahrheit sage, glaubt man ihm auch nicht. Das ist schon ein sehr schiefes Bild. Er hat weiterhin Aussagen gemacht, die im krassen Widerspruch stehen zu den durchaus glaubwürdigen Zeugen, des Zeugen, den er in die Behandlung eingeführt hat, des Zeugen Oselis. Plötzlich wurde der Zeuge Oselis schlecht gemacht, nachdem er ihn belastete, weil er der Wahrheit Ehre geben musste. Nachdem ist es nicht so, dass ein Standgerichtsurteil vorgelegen hätte, das der Angeklagte vollstreckt hätte, sondern es war so, dass das Standgericht abgelehnt wurde und dass dann die Erschießung erfolgte, nachdem bei Stabo Tilsit Rückfrage gehalten wurde und nach der Überzeugung des Schwurgerichts im Rahmen des allgemeinen Stahlegerbefehls. Auch dem Angeklagten Carsten war schon in den ersten Tagen wie allen anderen Stabo und SD-Angehörigen der Befehl in seinem ganzen Umfang bekannt gemacht worden von Böhme. Für das spricht insbesondere auch die Schilderung Ilges, der durchaus glaubhaft angab, dass Machol in Suwalki von Tilsit aus bereits in vollem Umfange instruiert war, so wie Böhme es ihm vorher schon vorausgesagt gehabt habe. Des Weiteren sind die Zeugen, die der Angeklagte Carsten als Entlastung anführte, es ist der Zeuge Stures gewesen, alles andere gewesen als Entlastungszeugen. Ich will darauf verzichten, diesen Zeugen noch näher zu charakterisieren. Es genügt, wenn ich wohl sage, es war der unglaubwürdigste Zeuge, der hier im Schwurgerichtssaal gehört wurde. Zwar deswegen, weil er Märchen auftischte, die jeder, der die damaligen Verhältnisse mitbekam, als lächerlich empfinden musste. Im Übrigen musste er zugeben, dass er in Korrespondenz stand mit der Ehefrau Carsten und dass diese ihm den Vorgang wohl geschildert habe, sodass man die Quelle seines Wissens sehr eindeutig feststellen kann. Der Angeklagte Carsten bestreitet, dass er bei der Erschießung von Frauen und Kindern beteiligt war. Auch hier wird er von Oselis überführt. Oselis hat glaubwürdig angegeben, dass der Angeklagte ihm am nächsten Tag, bei einer Fahrt nach Litauen, und zwar nach Georgenburg, erklärt habe, bei einer Stelle im Walde, hier liegen die Frauen und Kinder, die heute Nacht erschossen worden sind. Er wusste, die betreffenden Täter seien betrunken gewesen. Er hat Einzelheiten noch geschildert, die er nur machen konnte, wenn er selbst dabei war. Und es war auch hier, genauso wie in den übrigen Fällen, dass jeweils die entsprechenden zuständigen GBP-Posten mitzuwirken hatten als Aufsicht und Leitung bei der Erschießung dieser Frauen und Kinder, die irgendwo zusammengehalten waren, sei es in Barackenlagern, sei es in einzelnen Höfen oder im Freien. Der Angeklagte Carsten ist deshalb auch in diesem Falle überführt angesehen worden. Bei dem Angeklagten Behrendt liegt seine Mitwirkung gleichfalls vor. Und zwar im Hinblick auf die Bekundungen, die Darstellung des
Angeklagten Lukis, die dem Schulgericht glaubhaft erscheint. Weiterhin, wie ich schon sagte, den äußeren Ablauf der Geschehnisse. Weiterhin den Umstand, dass diese Äußerung mit der Erschießung der Fresser unmittelbar nach dieser Landratsbesprechung auch von einem anderen Zeugen aufgenommen wurde, der sich hier in der Hauptwand bekundet hat. Es war also so, und es ist auch bei der Mentalität des Angeklagten Behrendt schon sehr naheliegend, dass er sich voll und ganz einschaltet. Er war Aktivist, er wollte sehr tätig werden, er war der Sprache mächtig und deshalb besonders qualifiziert für die Betätigung im litauischen Raum und war dort, wie Zeugen zum Teil angaben, als gefürchteter und sehr rühriger. Er ist damit, dass er hier sich einschaltete bei dieser Besprechung, mitverantwortlich für alle nachfolgenden Erschießungen der Frauen und Kinder im Kreise Grottingen. Denn er hat hier diesen Befehl und diese Maßnahme der Führung, die er kannte, in ihrem Umfang kannte, wie ich schon ausführte, unterstützt. Er wollte sie unterstützen, er wollte die Haupttaten, er wollte sie unterstützen und hat sie auch unterstützt, und zwar, wie das Schwurgericht feststellt, nicht etwa nur in der Form, dass er einen vorliegenden Vorgang fördern wollte und etwa nachher andere diesen Vorgang zur Vollendung gebracht hätten, wobei seine Mitwirkung mit umfasst hätte, dass die Mitwirkung der früheren, dass er mit einverstanden gewesen wäre, dass hier noch andere dann zum Gesamtbeitrag beitragen, sondern auch aus dem Gesichtspunkt der Ursächlichkeit. Das Schwurgericht ist der Überzeugung, dass dieses Mitwirken zwar nicht eine Conditio sine qua non war, aber dass es mitursächlich war, und zwar insofern, als es Hemmungsvorstellungen auf Seiten des Landrats, der Polizei, die dort vertreten waren, in Person von nicht nur von Lukis, sondern auch vom Ordnungspolizeichef und von anderen Litauern beseitigte, insbesondere sie davon abhielt, bei entsprechenden Aktionen ihrer Landsleute einzuschreiten, weil sie ja wussten, von oben wird es nicht nur nicht gewünscht, sondern es wird sogar gewünscht, dass das durchgeführt wird. Wir werden uns also hüten, hier das zu untersagen. Der Angeklagte ist deshalb hier, während hier der Beihilfe überführt. Bei dem Angeklagten Fischer Schweder habe ich schon ausgeführt, dass er mitverantwortlich ist, und zwar nicht nur in den Fällen, in denen er nachweislich anwesend war. Bei Polangen ist es nicht einwandfrei nachweisbar, dass er dabei war, aber das Schwurgericht ist überzeugt, dass dieses abgestellte Kommando nicht abgestellt worden ist ohne seine Billigung und ohne seine Mitwirkung. Er behauptet, das hätte Wolf Rowan zusammen mit Günther ausgemacht, so wie uns der Major Günther geschildert wurde. Der Kommandeur der Schupo hat er nichts unternommen, ohne dass er entsprechend angewiesen wurde von seinem Polizeidirektor, zumindest nicht ohne dass er wusste, dass dessen Billigung sicher war. Im Übrigen deutet auch eine frühere Äußerung des Angeklagten in Garsten darauf hin, dass seine Mitwirkung jeweils erfolgt ist, denn er wurde hier gefragt von Böhme am Schluss der Exekution, ob er auch mit seiner Unterstützung rechnen könne, worauf der Angeklagte erklärte, Böhme gegenüber, er werde von Fall zu Fall die Sache entscheiden. Auch hier ist er deshalb der mittelbaren Mitwirkung hier über 4 zu achten, zur Beihilfe geleistet hat, dadurch, dass er für die Mitwirkung des Exekutionskommando gesorgt hat. Der Angeklagte sagt gut, will nur aus Neugierde zum Schluss, wie er angab, dabei gewesen sein. Das nahm ihm das Schwurgericht nicht ab. Der Angeklagte Sakut ist nicht nur aus Neugierde mitgegangen. Das ergibt sich aus den von ihm selbst in die Hauptverhandlung eingeführten Zeugen Fulst. Der Zeuge Fulst, den er als Entlastungszeugen gebracht hat, hat angegeben, dass der Angeklagte eines Tages bei ihm gewesen sei, und zwar sei es vor dem Brand von Grottingen gewesen, und ihm erklärt habe, er sei
einmal bei einer Schießung von Juden dabei gewesen. Es sei furchtbar gewesen, er habe daran teilnehmen müssen, er mache nie mehr mit. Es muss sich also einmal teilnehmen müssen. Das war vor Göttingen. Er hat aber nicht nur das eine Mal mitgemacht, er hat in der Folgezeit wieder mitgemacht, und zwar, wie die Zeugen bekunden, war in Göttingen eins dabei und war in Pollangen zugegen, wie er selbst nicht bestreitet. Er will allerdings hier nicht in Aktion getreten sein. Er ist aber auch in Pollangen in Aktion getreten. Er hat dort das Abkommen mit der gleichfalls bei der Erschießung mitwirkenden Luftwaffe, das habe ich noch vergessen, dass dort noch ein Luftwaffenzug mitgewirkt hat, eingefädelt nach Erkundung des Herrn Herstmann, der im Übrigen gleichfalls angehörte. Er hat außerdem mitgewirkt, nach der Aussage von Herstmann, bei der Mitwirkung der Auswahl der Opfer in Göttingen 1. Es ist also unwahr, was er vorbringt. Er hat teilgenommen, wie ich schon ausgeführt habe. Das gilt auch bei ihm zu der Frage des Nötigungsnotstandes. Das kann er nicht für sich geltend machen, denn auch er war ein getreuer Diener seines Herrn, wenn er auch nicht Stabo, sondern SD-Mann war. Er war aber auch genauso eingeschaltet. Seine entsprechende Einstellung ergibt sich aus dem Gesamtverhalten, denn er hat genauso wie die übrigen Angeklagten bis zum Letzten zu seiner Organisation gehalten, bis zum Zusammenbruch. Und er hätte es leicht gehabt, sich um diese Maßnahmen zu drücken. Er war alleiniger Leiter der SD-Dienststelle in Memel. Wenn er der so viel gepriesenen Alkoholfreudigkeit der Ostpreußen gehuldigt hätte und deswegen nicht in der Lage gewesen wäre, bei einer solchen Exekution teilzunehmen, so hätte nach der Darstellung der übrigen maßgeblichen angeklagten und Zeugen das Verständnis gefunden. Er hat nicht nur aus Neugierde teilgenommen, das ist schon widerlegt durch Fulst, er hat nicht gezwungen teilgenommen, sondern, wie schon angeführt, in blindem Gehorsam seinem Führer gegenüber, dessen Befehl gegenüber. Der Angeklagte Harms gibt zu, dass er die Rechtswidrigkeit erkannt habe. Er will trotzdem aber nicht verantwortlich sein, weil er sich auch gezwungen gefühlt habe. Nun, bei Harms ist zu berücksichtigen, dass er Kommissar war, dass er eine leitende Funktion bei der Stabo-Stelle Tilsit hatte. Er hatte die ganze Grenzpolizei unter sich. Er wusste wohl, was für eine Rolle er spielte, wenn er dort erschien. Er ist dort erschienen und hat auch mitgewirkt, wenn auch nicht sehr nachdrücklich, denn er hat bewacht, er hat mal zugeführt. Er hat, wie er selbst zugibt, erkannt, dass es sich um eine rechtswidrige Maßnahme handelt. Das Einzige ist nur die Ausrede mit dem Nötigungsnotstand. Den hat er praktisch selbst ausgereimt mit seinem Schlusswort, indem er sagt, ich habe dem Kadavergehorsam gefolgt. Mit anderen Worten, auch ich habe dem Blindengehorsam gefolgt. Ich hielt diesen Befehl verbindend, diesen verbrecherischen Befehl. Nun, mit dieser Einlassung kann er nicht gehört werden, denn es gibt keinen Rechtfertigungsgrund des blinden Gehorsams, das habe ich schon ausgeführt. Er kann sich damit nicht entschuldigen und es liegt weder ein Schuldausschließungs- noch ein Rechtfertigungsgrund vor, noch ein Bewertungsirrtum, denn Bewertungsirrtum könnte, wie ich schon ausführte, nur vorliegen gegenüber einem gesetzlich anerkannten Rechtfertigungsgrund oder Schuldausschließungsgrund. Dem Angeklagten Harms war weiter zur Last gelegt, dass er bei der Frauen- und Kindererschießung in Kollegen dabei gewesen wäre. Das wurde als nicht erwiesen angesehen, obwohl erheblicher Verdacht besteht. Der Zeuge Gierke hat angegeben, er glaube mit Sicherheit sagen zu können, dass Harms dabei war. Jedoch, das mit Sicherheit genügte dem Schwurgericht nicht für die Überführung. Er
war doch nicht hundertprozentig davon überzeugt, ob nicht doch ein Irrtum vorlag. Es steht auch bei Harms dem entgegen, dass er die Erschießung von Frauen und Kindern in Bad Deichia strikt abgelehnt hat, wie das Schulgericht feststellte. Es wäre also nur denkbar, dass er eine Erschießung mal mitgemacht hätte und dann des scheußlichen Bildes wegen es dann abgelehnt hätte. Jedoch ist diese Reihenfolge schon nicht nachweisbar der Erschießungen, sodass in dieser Richtung eine Feststellung nicht getroffen werden konnte. Der Angeklagte ist deshalb, wie schon ausgeführt, auch hier mit zur Verantwortung zu ziehen, weil ein entsprechender Entschuldigungs- oder Rechtfertigungsgrund nicht vorliegt. Übrig bleibt nun der Angeklagte Kreuzmann. Er will überhaupt nicht beteiligt gewesen sein. Das ist nicht wahr. Der Angeklagte Kreuzmann war nach der Überzeugung des Schwurgerichts beteiligt. Das ergibt sich einmal aus der ursprünglichen Aussage von Böhme, dass der Angeklagte Kreuzmann beteiligt war in Garsten und Grottingen. Er sagte dort mehrfach, dass Angeklagte Kreuzmann dort war, hat es allerdings nachher widerrufen, nachdem Kreuzmann bestritt, jemals irgendwo gewesen zu sein. Man sagte, es müsse ein Irrtum gewesen sein, aber er blieb zunächst auch dabei, irgendwo muss er dabei gewesen sein. Und schließlich hat er auch das noch evoziert, aus entsprechenden Erwägungen heraus. Weiterhin ergibt sich aus der Bekundung des Zeugen Gierke, der erklärte, er könne hier mit Sicherheit sagen, dass der Angeklagte Kreuzmann zugegen war, denn er erinnere sich noch genau, dass Kreuzmann kurz mit Böhme weggefahren sei im Wagen bei dieser Erschießung. Des Weiteren ergibt sich die Unwahrhaftigkeit des Angeklagten Kreuzmann aber daraus, dass er zunächst sich dahin einließ, ich habe nicht mich beteiligt, weil es nicht an mich herangetreten ist, diese Frage. Dabei hat er denn die Vertreterstellung in Vordergrund gestellt, dass er in Abwesenheit Vertreterfunktion gehabt hätte. Später hat er das abgeschwächt, indem er sagte, ich war nicht Vertreter, ich war nur Leiter der Abteilung 2 und in Exekutive tätig, aber nicht bei Exekution. Das hat mit der Exekutive als solcher nichts zu tun, ich war nicht eingeschaltet. Dann brachte er hervor, stand er im Vordergrund, nein, ich konnte deswegen schon nicht teilnehmen, weil ich keine entsprechende Uniform hatte. Dabei kann dahingestellt bleiben, ob er solche Uniform hatte oder nicht. Er hätte eine solche haben können, denn der Zeuge Grumbach gab an, als er 1940 nach Tilsit kam, hat er sofort dort eine Uniform aus dem dortigen Bekleidungskammer, der Stapo, bekommen. Also waren entsprechende Uniformen vorhanden. Auch Böhme hat Harms gegenüber gesagt, wenn Sie hier nicht mitmachen wollen, dann stecke ich Sie in eine Uniform. Harms war nämlich nicht SS-Mann, hatte auch keinen Angleichungsdienstgrad. Es wurde ihm erklärt, dann stecke ich Sie in eine Uniform. Er ging also davon aus, dass Harms jederzeit in eine Uniform gesteckt werden könne. Außerdem hat der Angeklagte Böhme einmal erklärt, dass er Kreuzmann ausersehen gehabt habe zur Leitung der Exekution in Pollangen und nur deswegen davon Abstand genommen habe, weil Kreuzmann ihm gesagt habe, nun, wenn er dort sei als Leitender, mache das ein schlechtes Bild, wenn Hirschmann als Sturmbandführer, wo er nur Obersturmführer sei, auch zugegen wäre, als Leitender zugegen wäre. Und deswegen sei dann davon Abstand genommen worden. Nicht etwa der fehlenden Uniform wegen. Des Weiteren ist auch die Unwahrhaftigkeit zutage getreten im Zusammenhang mit dem sogenannten Vorwarnbericht, der gemacht worden sein soll über die Widerstandshandlungen in Garsten. Früher hat er angegeben im Vorverfahren, ich weiß nichts von einem solchen Bericht. Im Hauptverfahren hat er angegeben, ich habe so einen Bericht bekommen, habe ihn aber nicht gelesen. Des Weiteren hat die Verteidigung schon Stellung dazu genommen, ist es unwahrhaftig gewesen, als ich ihm vorhielt, warum er im Nazifizierungsverfahren ausgerechnet Ilges angeführt hätte, als Entlastungszeugen mit einer eidischen Versicherung und nicht seinen Dutzfreund Gierke. Das erklärte zunächst, nun, ich habe damals die Anschrift von Gierke nicht gehabt, nachdem er merkte, dass er damit ein Fauxpas machte, weil nämlich die Anschrift ohne weiteres daraus erhellte, dass auf dem Spruch selbst die Anschrift des Angeklagten Kreuzmann stand, der seine Heimatanschrift dort hatte und die Heimatanschrift identisch war mit der Anschrift des Gierke, dessen Eltern
Kirche als Evakuierte damals lebten. Auch hier sieht man, wie der Angeklagte Kreuzmann sich entsprechend dreht und wendet und versucht, sich hinauszulügen. Im Fall Gottingen kommt noch hinzu, dass der Angeklagte Lukas durchaus glaubhaft angab, nicht wie die Verteidigung meint, das seien Widersprüche, dass der Angeklagte dort gewesen sei, dass ihm damals ein Mann aufgefallen sei, wo er gefragt habe, wie der heiße, sei ihm ein Name genannt worden, ähnlich wie Kreuzmann klingend, und dass er denselben Mann später in Schaulen gesehen habe, in der Dienststelle dort, und es ist eindeutig dargelegt, es gibt der Angeklagte selbst zu, dass er dort mit Kreuzmann dort mit dem Angeklagten Jacki zusammengetroffen ist. Außerdem hat der Angeklagte Behrendt angegeben, dass der Angeklagte Behrendt Kreuzmann bei dieser Fahrt der Starpotin-Stelle Tilsit über Memel nach Grottingen in Memel gesehen habe. Auch andere Zeugen haben angegeben, dass die Fahrt über Memel ging. Des Weiteren hat der Zeuge Grumbach angegeben, dass nach der Erschießung von Grottingen, Grumbach war auch in Grottingen, dass nach der Erschießung von Grottingen unter den Beamten in Tilsit, die dort teilgenommen hätten, die Rede davon gewesen sei, Kreuzmann oder Harms sei angefallen worden. Wenn Kreuzmann nicht dort gewesen wäre, wäre Kreuzmann von den dort Beteiligten, also auch von Grumbach, nicht in den Mund genommen worden. Sodass das Schwurgericht zu der Feststellung kommt, dass der Angeklagte Kreuzmann mindestens in diesen zwei Fällen mit anwesend und durch seine Anwesenheit hier die Erschießungsaktion mit unterstützt hat. Zumal er, wie ich schon ausführte, zwar nicht formeller Vertreter, das war unrichtig, was ich hier sagte, des Angeklagten Böhme war, aber der leitende Mann, wenn Ilges weg war, und Ilges war damals abwesend, und er war die rechte Hand, das hat sich bei der Vernehmung sämtlicher Zeugen ergeben, dass auf die Frage, wer war der Stellvertreter Böhmes, spontan bei den Zeugen immer die Antwort kam, Kreuzmann. Er war zwar nicht formell eingesetzt vom Reichssicherheitshauptamt, aber er war der Mann des Vertrauens, der Mann der Erfahrung, der, wie der Zeuge Gierke glaubhaft angab, die rechte Hand steht zwar von Böhme in Exekutivfragen und der mehr oder weniger der Schatten Böhmes gewesen sei. Er hat im Übrigen, um das ergänzt zu bemerken, bestritten von verschärften Vernehmungen und entsprechenden Misshandlungen von Fremdarbeitern im Zug einfacher Strafabrügung oder Abrügung von Zuwiderhandlungen bei Fremdarbeitern abgestritten, obwohl es Angehörige seiner Dienststelle waren, die diese Maßnahmen durchführten, nämlich Krikoleit, Dipkat, Gennat, Wachsmuth, Gierke. Sie alle haben zugegeben, dass solche Aktionen stattfanden. Ja, der Angeklagte Böhme hat im Schlusswort sogar zugegeben, dass dort einer zu Tod gegangen sei bei einer solchen Maßnahme, während er früher das im ganzen Verfahren abgestritten hat. Und der Angeklagte Kreuzmann hat die Stirn nach wie vor vor dem Schwurgericht zu behaupten, ich weiß nichts. Deswegen ist der Angeklagte Kreuzmann völlig unglaubwürdig. Und es wurden die Feststellungen aufgrund der glaubhaften Bekundung der genannten Zeugen und Angeklagten getroffen. Eine weitere Teilnahme des Angeklagten Kreuzmann als Organisator bei diesen Maßnahmen, Einschaltung bei Auswahl der Beteiligten und so weiter, ist sehr, sehr naheliegend. Das Schwurgericht hat es trotzdem nicht festgestellt, weil es immerhin möglich ist, dass es dem Angeklagten nachher gelungen ist, sich Kraft seiner Stelle als Platzhalter, mehr oder weniger, zumindest nach außen hin, ist es so in Erscheinung getreten, herauszuhalten. Ein sicherer Nachweis ist deshalb in dieser Richtung nicht zu erbringen gewesen. Damit ist die rechtliche Qualifizierung, die Mittäterschaft der Angeklagten, das heißt die Teilnahme der Angeklagten, die ich als Beihilfe bereits charakterisierte, dargetan. Die Angeklagten sind sämtliche überführt, in dem Sinne, wie ich bereits ausgeführt habe, der gemeinschaftlichen Beihilfe zu den gemeinschaftlichen Verbrechen des Mordes in den Fällen, die ich noch im Einzelnen anführen werde. Ich lege jetzt der vorgeschrittenen Zeit wegen eine Pause ein bis um 14:30 Uhr.
Ich bitte die Angeklagten, um 14.30 Uhr wieder vorzuführen. Ich fahre fort mit der Urteilsbegründung. Im Einzelnen wurde festgestellt bezüglich der Überführung der Angeklagten Folgendes. Der Angeklagte Böhme gilt in folgenden Fällen für überführt. Garsten mit 201 Opfern, Grottingen 1 mit 214 Opfern, Grottingen 2 mit 63, Grottingen 3 mit 120, Grottingen 4 mit 4, Grottingen 6 mit 15, Polangen 1 mit 111, Polangen 2 mit 60, Polangen 3 mit 2, Wewerzenei mit 50, Taugen 1 mit 133, Taugen 2 mit 122, Georgenburg mit 322, Schmalenninken mit 1, Wladislawa mit 192, Svexne mit 20, Augustowo mit 316, Wilkowisken mit 200, Badakai Georgenburg 1, Kalvaria 120, Wilkowisken 120, Sander Hisbjörn Ballenkar Badei 200. Svexnie mit 20, Wirzenei mit 50, dann Frauen und Kinder, Garsten 100, Grottingen 120, Grottingen 2, 20, Frauen und Kinder 20, dann Pollangen 200, Taurogen 130, Badakai 500. Ferner in Georgenburg 100, in Birbalen 200, in Wirzenei 100 und in Heidekrug Kollegen 50. Zusammen 3.907. Dabei wurde jeweils die Mindestzahl nur angenommen von dem, was das Schwurgericht für mindestens als erwiesen erachtet. Der Angeklagte selbst hat in diesem Zusammenhang seinerzeit die Zahlen, die bei den Ereignismeldungen genannt waren, als wohl zutreffend bezeichnet. Auch das Schwurgericht hatte keine Veranlassung, von der Richtigkeit dieser Zahlen nicht überzeugt zu sein. Und zwar deswegen, weil diese Meldungen von Tilsit, wie der Angeklagte Böhme angab, stets richtig erstattet worden seien, die Übermittlung nicht die Gefahr einer Fehlmeldung in sich barg, es war eine Ermittlung im Reich. Außerdem war noch zu beachten, dass der Angeklagte Böhme selbst ursprünglich bei der ersten Vernehmung die Gesamtzahl mit 6.000 bezifferte. Er hat allerdings das nachher eingeschränkt, dahin, dass er von etwas falschen Erwägungen ausgegangen wäre. Aber immerhin gibt dieses erste Eindruck meistens vermittelt den besten, dass die Zahl eine sehr hohe war. Es besteht auch keine Veranlassung nach den Bekundungen der Zeugen, die wir gehört haben, von den maßgeblichen Stellen des Reichssicherheitshauptamtes, dass hier Änderungen vorgenommen worden wären. Hätte sich auch gar nicht gelohnt, hier irgendwelche Änderungen etwa nach oben anzustellen. Bei den späteren Ereignismeldungen waren keine Einzelaufstellungen mehr. Hier hat das Schwurgericht nur die Zahlen, die sich aufgrund von Zeugenbekundungen ergaben, als erwiesen erachtet. Dasselbe gilt von der Zahl, die im sogenannten Stahlegger-Bericht, Urkunde 180 des Nürnberger Prozesses aufgeführt ist, mit 5.502 Opfern. Das Schwurgericht hat im Fall Marienpohl, wie ich schon ausführte, und im Fall Gewildis den Angeklagten Böhme freigesprochen, weil es immerhin für möglich hielt, dass hier zu Unrecht Liquidationen in den Bericht Tilsit reingekommen sind, die möglich von einem Detachement von Kovenau durchgeführt wurden. Es ist genauso möglich, dass in diesen übrigen, nicht im Einzelnen wiedergegebenen Fällen, die nur summarisch wiedergegeben sind, auch hier sich unter Umständen Fehler eingeschlichen haben. Das Schwurgericht hat deshalb zugunsten des Angeklagten jeweils nur die Mindestzahlen bei den Erschießungen zugrunde gelegt, die sich aufgrund von anderen Anhalten ergaben, sodass statt der Zahl, die im Stahlegger-Bericht von 5.502 drin steht, lediglich die Zahl von 3.907 zu Ungunsten des Angeklagten festgestellt wurde. Der Angeklagte wurde dann außer den
der Angeklagte Hirschmann wurde verurteilt in den Fällen Garsten mit 201, Gottingen 1 mit 214, Gottingen 2 mit 63, Pollangen 1 mit 111, Tauroggen 1 mit 133, Georgenburg mit 322, Vladislava mit 192, Wirballen, Görpatei mit 200, Wilkowisten mit 120 und Frauen und Kinder, wie bereits heute Vormittag ausgeführt, mit 100. Freigesprochen wurde der Angeklagte Hirschmann in den Fällen Frauen und Kinder mit, von allen Erschießungen mit Ausnahme der 100, von Wirballen, Kirpatei mit 30, mit Wilkowischke mit 180, von Badegai, Jorgenburg mit einem, von Kalvaria, ferner in Falle Svexnähe, im Falle Wirbelsenei, Gewildis, Tauken 2, Gottingen 3, Gottingen 4, Gottingen 6, Marianne Pohl, Pollangen 2, Pollangen 3 und Schmalenhinken, wobei bei Tauroggen 2 die Zahl von 133 zugrunde zu legen ist, nicht wie im Eröffnungsbeschluss in der Anklage irrtümlich 122 angeführt. Auch der Angeklagte Hirschmann hat die Zahlen, die in den Ereignismeldungen angeführt sind, als wohl zutreffend bezeichnet. Dann der Angeklagte Fischer-Schweder wurde verurteilt in den Fällen Garsten mit 201, Gottingen 1 mit 214, Pollangen 1 mit 111 freigesprochen, Gottingen 2, Tauroggen 1 mit 122 Angeklagten. Dann Lukis verurteilt Gottingen 1 mit 214, Gottingen 4 mit 4, Gottingen 6 mit 15, Pollangen 2 mit 60, Pollangen 3 mit 2 freigesprochen und ferner bei Frauen und Kindern in Gottingen mit der Mindestzahl von 20 freigesprochen, mit der übrigen Zahl von 40, die in der Anklage angenommen und im Eröffnungsbeschluss angenommen sind, und im Falle Gottingen 2. Ferner wurde verurteilt der Angeklagte Kreuzmann in den Fällen Garsten mit 201, Gottingen 1 mit 214, übrigens freigesprochen von Tauroggen 1, Georgenburg, Bateigia, Georgenburg. Der Angeklagte Harms wurde verurteilt in den Fällen Garsten 201, Gottingen 1 214, Pollangen 1 mit 111, freigesprochen Gottingen 2. Behrendt verurteilt in den Fällen Garsten mit 201, Gottingen 1 214, Pollangen 1 mit 111, Pollangen 2 mit 60, Gewildis 1, Frauen und Kinder Garsten 100, Frauen und Kinder Gottingen 120, Frauen und Kinder Gottingen 20, Frauen und Kinder Pollangen 200 und Frauen und Kinder Wirtschaftsnei mit 100, freigesprochen Gottingen 2. Carsten Georgenburg 322, Schmalenhinken 1, Frauen und Kinder Georgenburg mindestens 100 verurteilt. Dann weiter, Sakut verurteilt Garsten mit 201, Gottingen 1 214, Pollangen 1 mit 111, freigesprochen Gottingen 2. Schmidthammer Garsten mit 201, Gottingen 1 mit 214, Pollangen 1 mit 111, freigesprochen im Falle Tauroggen mit 122. Dann möchte ich noch einige prozessuale Vorfragen erörtern, die an sich an den Anfang gehört hätten, die aber zweckmäßigerweise erst jetzt behandelt werden, weil sonst die Gesamtdarstellung darunter gelitten hätte. Es handelt sich um einzelne Einwendungen der Verteidigung, und zwar zunächst einmal die Verwirkung des Strafanspruchs wird geltend gemacht, und zwar unter Bezugnahme auf ein Urteil des Schwurgerichts Köln, das gesagt habe, ein Staat, der die Verbrechen organisiert habe, der könne diejenigen nachher nicht verurteilen, die seinem Befehl gefolgt hätten. Das ist ein großer Irrtum. Hier identifizierte das Schwurgericht in Köln die Institution mit der Staatsgewalt und dem Inhaber bzw. Träger. Denn es wäre ja ein Unsinn, wenn in einem Staat der Usurpator, der Verbrechen befiehlt, erreichen würde, dass diejenigen, die seinem Befehl folgen, die also sein Anhang sind, nachher nicht zur Verantwortung gezogen werden könnten, weil sie ja nur die Befehle desjenigen befolgt hätten, der die Macht an sich gerissen hatte. Dass es ein Unsinn ist, bedarf keiner näheren Erwägung. Weiter wurde geltend gemacht von Seiten der Verteidigung, dass die Ursächlichkeit nicht festliege, und zwar deswegen, weil wohl diese Handlungen auch durchgeführt worden wären in Einzelfällen, wenn der eine oder andere der Angeklagten nicht mitgemacht hätte. Nun, eine solche Ursächlichkeit im Sinne der Conditio sine qua non ist gar nicht erforderlich für den Begriff der Beihilfe, sondern es muss nur die Haupttat gewollt
sein und der Beihilfewille vorhanden sein. Im Übrigen die Tat gefördert oder erleichtert sein. Es ist aber nicht erforderlich, dass die Tat ohne diesen Gehilfen nicht zur Ausführung gekommen wäre. Werner wurde von Seiten desselben Verteidigers eingewandt. Der betreffende Angeklagte Carsten hätte eine Güterabwägung getroffen, nämlich das eigene Leben auf der einen Seite und auf der anderen Seite, es wird ja ohnehin getan. Nun, ich verstehe diese Güterabwägung nicht, ist mir nicht aufgegangen. Denn erstens lassen sich Leben nicht gegeneinander abwägen und zum anderen, was hätte es für eine Folge, wenn jeder sagen würde, es würde ja doch getan, wenn ich es nicht tue. Das hätte praktisch zur Folge, dass jeder freigesprochen werden müsste, wenn mehrere tätig sind. Denn jeder könnte dann sagen, ja, der andere hätte es ja dann getan. Das ist also sich auch abwegig. Ferner wird von Seiten des Herrn Verteidigers, des Angeklagten Kreuzmann, die Frage angeschnitten, ob überhaupt eine Verurteilung Hitlers hätte erfolgen können. Denn er sei prima sedes, der Grundsatz hätte geheißen prima sedes, non judicator. Das ist weiter nicht richtig. Und zwar schon nach der früheren Auffassung ist es nicht richtig. Der Monarch, der Grundsatz stammt ja von der absoluten Monarchie her, der Monarch stand zwar außerhalb der Gerichtsbarkeit, aber er war trotzdem in der Lage, Straftaten zu begehen. Das ist die einhellige Auffassung der Strafrechtstheorie gewesen, dass sehr wohl der Monarch strafbare Handlungen begehen kann, aber der Gerichtsbarkeit entzogen ist, solange er Monarch ist. Um wie viel mehr muss das gelten bei einem Führer, der seine Herrschaft nicht etwa von Gottes Gnaden ableitet, sondern der sie ableitet vom Volke, der ja darauf pochte, dass er dem Volk verantwortlich ist, während das Volk ihm folgen muss. Das Führerprinzip war ja darauf aufgebaut und es wurde betont, es handele sich um eine sogenannte germanische Demokratie. Also ist es auch hier unzutreffend, wenn man glaubt, dass der Führer als solcher nicht in der Lage gewesen wäre, gegen die Strafgesetze zu verstoßen. Er war außerdem ja dem Volkswillen insofern unterworfen, als vorgesehen war, dass besondere Volksbefragungen stattfinden in Form der Abstimmung, die möglichst oft erfolgen sollte, wobei das Volk zum Ausdruck bringen sollte, wie es behauptet wurde, ob es mit den Maßnahmen einverstanden ist oder nicht und auch die Möglichkeit der Absetzung bestanden hätte. Hier heißt es in Hitlers Mein Kampf zum Führerprinzip, es steht den Anhängern der Bewegung frei, vor dem Forum einer neuen Wahl ihn zur Verantwortung zu ziehen, ihn seines Amtes zu entgleiten, insofern er gegen die Grundsätze der Bewegung verstoßen oder ihren Interessen schlecht gedient hat. An seine Stelle tritt dann der besserkönnende, neue Mann, jedoch mit gleicher Autorität und mit gleicher Verantwortlichkeit. Also auch dieser Einwand ist hinfällig. Es wurde auch noch die Frage aufgeworfen, ob nicht eine res judicata vorliege. Das heißt, dass bereits die Straftaten bei denjenigen Angeklagten abgeurteilt wären, bei denen bereits durch Spruchkammer wegen ihrer Zugehörigkeit zu einer sogenannten verbrecherischen Organisation eine Bestrafung erfolgt wäre. Dem ist wieder nicht so, denn es ist in den betreffenden gesetzlichen Bestimmungen ausdrücklich ausgeführt, in der britischen Zone, in dem diese Maßnahmen durchgeführt wurden, dass unbeschadet bleibe die Verfolgung wegen anderer Straftaten, also nicht die Zugehörigkeit zur verbrecherischen Organisation betreffen. Das ist auch ausdrücklich in einer Bundesgerichtsentscheidung ausgesprochen. Es ist auch ganz klar, dass ein Gericht, das nicht für sämtliche Straftaten zur Aburteilung kompetent ist, keine Rechtskraft schaffen kann bezüglich der Taten, die seiner Kompetenz gar nicht unterliegen. In einem Urteil des Kammergerichts Berlin ist es im Verhältnis von Straftaten in der Sowjetzone und im Bundesgebiet sehr eingehend und instruktiv ausgeführt. Dann ist weiter darauf noch geltend gemacht worden, dass, oder es war zu prüfen, ob für den Angeklagten Lukis die deutschen Gerichte zuständig sind. Ganz allgemein, ob überhaupt die deutschen Gerichte zuständig sind, weil ja die Straftaten begangen worden sind außerhalb des Reichsgebiets. Nun ergibt sich das einwandfrei aus
den Bestimmungen des Strafgesetzbuches, wonach das deutsche Strafrecht auch für Taten eines deutschen Staatsangehörigen gilt, gleichwohl, ob er sie im Inland oder im Ausland begangen hat. Da es sich um Mordtatbestände handelt, die auch im Ausland bestraft werden können, können sämtliche Angeklagten, soweit sie die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, wegen der in Litauen begangenen strafbaren Handlungen, nämlich Mord oder Beihilfe zum Mord, verfolgt werden, § 3 des Strafgesetzbuchs. Dann weiter wurde das geprüft bei dem Angeklagten Lukis, der die deutsche Staatsangehörigkeit nicht besitzt. Sie ist in § 4 entsprechend ausgeführt, dass hier bei Ausländern gleichwohl eine Verfolgung dann zulässig ist, wenn nach den Heimatgerichten eine Verfolgung möglich ist und eine Auslieferung nicht zulässig ist. Eine Auslieferung, ein Rechtshilfeverkehr zwischen der Sowjetzone, zwischen Sowjetrussland, das ja jetzt die Gewalt ausübt über das betreffende Gebiet, und dem Bundesgebiet, findet nicht statt, sodass diese Voraussetzung gegeben ist und eine Strafverfolgung erfolgen kann. Dann habe ich schon darauf hingewiesen, dass das Schulgericht zu prüfen hatte, ob altes oder neues oder beides Recht zu berücksichtigen sei. Ich habe schon ausgeführt, dass bezüglich des Mordtatbestandes beides zu berücksichtigen ist. Bezüglich des Begriffes der Beihilfe und der entsprechenden Straffolgen ist das alte Recht deswegen anzuwenden, weil im neuen Recht, das 1943 die Bestimmung eine neue Fassung bekommen, eine Verschärfung insofern eingetreten ist, als dort gesagt ist, dass der Strafrahmen derselbe ist wie bei der Vollendung. Das heißt, es kann auch die Strafe ausgesprochen werden bei Beihilfe oder Versuch, die für die Haupttat in Vollendung ausgesprochen werden kann. Während nach den alten Bestimmungen des § 43 dem nicht so ist. Es muss eine mildere Strafe nach § 49, 44 Strafgesetzbuch ausgesprochen werden. Insofern ist die alte Bestimmung die mildere. Weiter war zu prüfen, ob nicht etwa Verjährung eingetreten ist. Die Straftaten liegen ja so lange zurück. Und zwar sind sie verübt worden im Jahr 1941. Es wäre tatsächlich bei sämtlichen Straftaten Verjährung eingetreten, denn es richtet sich nach dem Strafrahmen. Bei versuchtem Verbrechen des Mordes ist die Höchststrafe 15 Jahre Zuchthaus. Nach der alten Fassung. Wenn das der höchste Rahmen ist, dann tritt die Verjährung nach 15 Jahren ein. Die wäre also eingetreten im Jahr 1956. Mit Ausnahme von dem Angeklagten Fischer Schweder, bei dem die Verjährung unterbrochen war durch einen vor der eintretenden Verjährung ergangenen Haftbefehl. Die Verjährung wäre eingetreten ab Juni 1956, der Haftbefehl ist aber bei ihm schon im Mai ergangen. Die Verjährung ist aber nach den Ahndungsgesetzen der verschiedenen Zonen, britischen, französischen und amerikanischen Zone, unterbrochen. Und zwar heißt es hier, dass die Vorschriften über Verjährung nicht in Betracht kommen für diese Zeit, soweit eine Verfolgung vonnöten erscheint, und zwar vonnöten erscheint aus dem Gesichtspunkt des Paragraphen 1 hier, ich als Beispiel bringe von der britischen Zone, da es Verbrechen, die in der Zeit vom 30. Januar 1933 bis zum 8. Mai 1945 aus politischen Gründen nicht bestraft worden sind, können verfolgt werden. In der amerikanischen Zone heißt es, müssen verfolgt werden. Wenn die Gerechtigkeit, insbesondere die Gleichheit aller vor dem Gesetze, die nachträgliche Sühne verlangt, dies gilt insbesondere für Verbrechen, die mit Gewalttätigkeiten oder Verfolgungen aus politischen, rassischen oder religionsfeindlichen Beweggründen verbunden waren, sowie für Verbrechen, die zur Durchsetzung des Nationalsozialismus, zur Aufrechterhaltung sowie seiner Herrschaft oder unter Ausnutzung einer staatlichen oder parteiamtlichen Machtstellung gegen politische Gegner begangen worden sind. Das Schwurgericht hat diese Frage geprüft und kam zu dem Ergebnis, dass solch schwere Verbrechen auch verfolgt werden müssen, heute noch, wenn die Möglichkeit dazu besteht, und hat deshalb bei allen Angeklagten und in allen Fällen es für angezeigt erachtet, nachdem die Anklage diesbezüglich Anklage erhoben hat,
die Angeklagten zur Verantwortung zu ziehen. Ferner war noch zu prüfen, ob etwa § 47 Absatz 3 Militärstrafgesetzbuch, das ja außer Kraft gesetzt wurde durch ein Kontrollratsgesetz, ob das etwa Anwendung finden könnte, wo es heißt, dass bei Handeln auf Befehl, auch wenn der Betreffende die Rechtswidrigkeit kannte, das Verbrecherische kannte, von Strafe abgesehen werden kann. Das ist nur dann der Fall, wenn die Schuld des Täters gering ist. In keinem dieser Fälle konnte das aber festgestellt werden. Auch nicht im Falle Schmidthammer. Denn dort waren die ungeheuren Folgen ihm klar vor Augen. Im Übrigen handelt es sich hier um eine ausgesprochene Bestimmung des Dritten Reichs, die erkennen lässt, wie sehr diese Herrschaft bestrebt war, die Macht in der Hand zu behalten. Es wird endlich noch darauf hingewiesen, dass nach Auffassung des Schwurgerichts die Anklage auch die Taten umfasst, die in der Anklage nicht aufgeführt sind, die aber aufgrund dieses Befehls verübt wurden und in diesem Raum verübt wurden, also nach dem Sinn der Anklage denselben historischen Vorgang betreffen. Sie sind nach der Auffassung des Schwurgerichts alle umfasst, denn es handelt sich ja, wie ich bereits ausgeführt habe, um eine einzige Handlung. Und zwar nach Auffassung des Schwurgerichts gilt das auch in dem Fall, in dem die Anklage ausdrücklich von einer Anklageerhebung abgesehen hat, nämlich dem Fall Augustowo. Dort wurde aus tatsächlichen Gründen, wegen anderer Würdigung, dass daher Vorgänge davon ausgegangen, dass nicht nachweisbar sei, dass der Angeklagte Böhme in diesen Fall verwickelt wäre. Das Ergebnis der Hauptverhandlung vom Schwurgericht Ulm war ein anderes als das, von dem die Staatsanwaltschaft ausging. Falls man eine andere Auffassung entgegen der des Schwurgerichts annehmen würde, auf der einen Seite, dass die Möglichkeit gleichartiger Idealkonkurrenz verneint würde, dass nur eine Handlung wäre und so wie etwa die Anklage ursprünglich annahm, lauter selbstständige Handlungen wären. Und falls weiterhin die Auffassung vertreten würde, dass dieser Fall von der Anklage nicht umfasst ist, weil die Anklage ihn aus Beweisgründen ausdrücklich ausnimmt, deshalb der Fall Augustowo mangels Anklage nicht hätte abgeurteilt werden können, hätte das Schwurgericht, das wird ausdrücklich festgestellt, auf dieselbe Strafe erkannt, da auch bei Wegfall der hier in Frage stehenden Zahl von 316 Getöteten das Schwurgericht auf dieselbe Strafe erkannt hätte, die nur in der Begrenzung des Strafrahmens ihre Begründung hat. Mit anderen Worten, wenn eine höhere Strafe gegen den Angeklagten Böhme möglich gewesen wäre, hätte es auf eine höhere Strafe erkannt. Ich komme zur Strafzumessung. Zunächst ist einmal ganz allgemein bei der Frage der Strafzumessung zugunsten der Angeklagten zu berücksichtigen, die ganze Breite des Versagens aller Kreise in der Zeit, die hier in Frage steht. Wenn die entsprechende Konsequenz gezogen worden wäre von allen Seiten, dann wäre es nicht möglich gewesen, dass diese Macht sich gefestigt und ausgebaut hätte. Es ist außer Zweifel, dass das deutsche Volk in seiner Gesamtheit von diesen schaurigen Vorgängen keine Kenntnis hatte. Aber eine moralische Schuld trifft so gut wie alle, und auch das Gericht nimmt sich nicht aus, genauso wenig wie es die Staatsanwaltschaft getan hat. Es haben alle, die damals im entsprechenden Alter waren, mit teilgenommen an der Schuld, weil sie nicht entsprechende Konsequenz gezogen haben, sei es aus Feigheit, sei es aus geistiger Trägheit heraus. Es ist dabei zu berücksichtigen, das Gesichtspunkt der allgemeinen Autoritätsgläubigkeit des Deutschen. Es ist ein Produkt der Erziehung vieler Jahrhunderte. Weiterhin
die Propaganda, die hier eingespannt war, nachdem die Presse gleichgeschaltet war. Auch das Ausland trägt mit daran Schuld, denn es war bereit, mit diesen Machthabern zu verhandeln. Hätte das Ausland die entsprechende Konsequenz gezogen, sie wären noch eher in der Lage gewesen als die Inländer. Dann wäre auch die Folge wohl nicht eingetreten. Aber es mögen auch dort teleologische Gründe maßgebend gewesen sein für das entsprechende Verhalten. Wir sprechen nicht von einer Kollektivschuld, aber wir sprechen, wie der Bundespräsident Heuss mal es gesagt hat, von einer Kollektivscham. Wir alle haben daran teil, dass wir versagt haben. Wir haben aber nicht teil an der Durchführung dieser schaurigen Straftaten. Es ist unrichtig, wenn von Seiten der Verteidigung behauptet wird, dass zur Zeit der Begehung dieser Straftaten der Krieg schon in ein Stadium eingetreten wäre, wo die Maßstäbe über das Zulässige und Nichtzulässige sich allenthalben verschoben hätten. Nein, im Gegenteil. Der Frankreich-Feldzug lag unmittelbar hinter diesen Vorgängen. Deutschland fühlte sich auf der Höhe seiner Macht. Nichts gab Veranlassung zu solchen Missgriffen, die dann sich ausweiteten mit fortschreitendem Kriege. Wir waren es, die mit dem entsprechend schlechten Beispiel vorangingen. Ja, mit einem Beispiel, das noch nie in der Geschichte zu finden war. Und es ist billig, wenn Einzelne darauf hinweisen, was haben die anderen getan, wie haben die anderen reagiert. Auch hier will ich ein Wort zitieren, das von dem Bundespräsidenten stammt, der sagt, es können nur die moralisch Anspruchslosen so urteilen. Auch der Gesichtspunkt, dass zahlreiche Förderer am Schreibtisch heute zum Teil wieder in entsprechender Position stehen, kann keine Veranlassung geben, von einer Bestrafung abzusehen. Im Gegenteil, es sollen diese Verfahren dazu dienen, dass Licht gebracht wird in das Dunkel, das noch besteht, und dass viele wachgerüttelt werden, die bisher versagt haben, die Pflicht gehabt hätten, hier entsprechend einzugreifen. In diesem Zusammenhang will ich nur nochmals erwähnen, was ich schon mal erklärt habe zu Beginn des Verfahrens. Es ist mir unverständlich, dass einem deutschen Gericht von einer deutschen Behörde Akten über Entnazifizierungsverfahren nicht ausgegeben werden, wie es von Schleswig-Holstein geschehen ist.